Ja, in diesem Video geht es darum, eine neue Darstellungsform für komplexe Zahlen herzuleiten. Und zwar ist das die trigonometrische Form einer komplexen Zahl. Die Normalform haben wir schon kennengelernt. Ich habe hier mal aufgeschrieben eine komplexe Zahl, die heißt z gleich x plus y i. Gut, die sieht in der gaußschen Zahlenebene folgendermaßen aus. Der Realteil ist x, das ist dieser hier, und der Imaginärteil ist y. Das ist dieser hier, beziehungsweise dieser Abschnitt hier. Ja, was ist er? Er ist der Betrag der komplexen Zahl. Und ausgehend von dieser Darstellung wollen wir jetzt eine neue Darstellung herleiten, eben diese trigonometrische Form. Dazu machen wir Folgendes. Ich bestimme jetzt mal den Quotienten x durch r. Also den Realteil x dividiere ich durch den Betrag r. Ja, und den kann ich jetzt folgendermaßen ausdrücken. Das hier, diesen Winkel nenne ich mal Winkel Alpha. Und x durch r ist doch jetzt die Ankathete vom Winkel Alpha durch die Hypotenuse. Ja, und Ankathete durch Hypotenuse nennt sich auch Cosinus Alpha. Das müssen wir kennen aus dem Kurs Trigonometrie. Rechtwinklige Dreiecke. Das ist ja hier ein rechtwinkliges Dreieck. Gut, ich stelle die Formel um nach x und erhalte dann, also das r bringe ich auf die andere Seite, r mal Cosinus Alpha ist gleich x. Jetzt kann ich dieses x hier für dieses x einsetzen, also dieses x ersetze ich durch diesen Term. Dann habe ich da stehen, z gleich, jetzt kommt das x, da schreibe ich r mal Cosinus Alpha. Ja, und dieses yi übernehme ich erstmal. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt will ich dieses y hier ersetzen. Dann mache ich folgenden Ansatz. Ich teile y durch r. Y durch r. Ja, y durch r, was ist das? Y ist die Gegenkathete von Alpha und r ist die Hypotenuse in diesem rechtwinkligen Dreieck hier. Ja, und Gegenkathete durch Hypotenuse, y durch r, ist ja nichts anderes als Sinus Alpha. Das wissen wir aus dem Trigonometriekurs. Stellen wir jetzt um nach y und erhalten wir y gleich r mal Sinus Alpha. Jetzt können wir dieses y hier also durch diesen Term ersetzen und erhalten wir dann z gleich r mal Cosinus Alpha, also das hatten wir schon. Jetzt kommt es, y ersetzen wir hier durch diesen Term. Da muss ich mal ein bisschen Platz machen. Y ersetzen wir durch diesen Term, r mal Sinus Alpha, r mal Sinus Alpha. Und dann kommt noch dieses i dahinter, also mal i. Gut, ich brauche noch mehr Platz. Jetzt kann ich r ausklammern. Also das hier ist ja eine Summe. Das ist eine Summe und hier kommt r vor und hier. Also kann ich dieses r ausklammern. Dann steht da r mal Cosinus Alpha plus Sinus Alpha mal i. Das schreibt man immer umgekehrt. I mal Sinus Alpha. Und wir erhalten die trigonometrische Form einer komplexen Zahl. Die Zahl z, die komplexe Zahl z gleich x plus y i, kann man auch schreiben als z gleich r. Also r der Betrag. Mal, Klammer auf, Cosinus Alpha plus I mal Sinus Alpha. Ja, zum Schluss stellen wir uns die Frage, wozu machen wir das? Also wozu brauchen wir diese trigonometrische Form, die sich übrigens manchmal auch Polarform nennt? Die brauchen wir deshalb, weil die Multiplikation von komplexen Zahlen in dieser trigonometrischen Form wesentlich einfacher ist. Ja, also wenn zwei komplexe Zahlen in trigonometrischer Form gegeben sind, kann man die wesentlich einfacher multiplizieren. Aber das zeigen wir in den nächsten Videos. Wir sind erstmal am Ende und ich verabschiede mich.